Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum Leitstellenspiel. Ich weiß, ich habe die Tage nicht aufgenommen, weil privat geht nun mal eben vor. Heute wollten wir ja eine zweite Wache bauen und noch ein Fahrzeug kaufen. Dafür habe ich offline für euch schon mal ein bisschen vorgespielt. Wie ihr seht, haben wir 129.000 Credits. Und dann wollen wir mal gucken, was gleich machbar ist. Aber erstmal gucken wir uns die News an, die rausgeschickt worden sind. Und zwar, was ist es? Ein, ich habe doch kein Facebook. Ach, ein Fehler ist behoben worden. Zu viele Patienten wurden angezeigt und dann doppelt. Okay. Aber das seht ihr ja dann, wenn ihr selber spielt auch. So, ich schicke jetzt nochmal eben die Fahrzeuge raus. Die zwei, die wir haben. Und dann schauen wir mal. Und zwar gibt es hier unten mögliche Einsätze. Da können wir mal gucken, was ab zwei Wachen dann so an Einsätze kommt. Zimmerbrand, Gartenlaubenbrand, kleiner Feldbrand, Wohnwagenbrand. Also alles Mögliche, was ab zwei Wachen machbar ist. Aber ich weiß jetzt schon, das haben wir ja in der letzten Folge gesehen. Wir gucken jetzt hier nochmal, dass ab der dritten Wache eine DLK gebraucht wird. Und da ich weiß, wo bei uns eine rumsteht, werde ich die Wache dann zuerst bauen. Weil wir haben nämlich nur noch bei uns in der Stadt, haben wir nur noch eine Drehleiter. Und das andere ist nämlich Teleskopmast. Aber den gibt's im Spiel leider nicht. Vielleicht wird er irgendwann mal vom Sebastian eingefügt. Aber wann das passieren soll, weiß ich auch noch nicht genau. Also, dann schauen wir mal. So. Da ist die Wache. Dann wollen wir neues Gebäude. Feuerwache. Ziehen uns den Marker darüber. So. Um die genaue Wachenbezeichnung zu bekommen, gehen wir mal wieder auf unser auf unsere Wachensuche bei BOS-Fahrzeuge. Dann geben wir da mal wieder einen Ort ein, suchen den. So, und dann haben wir hier die Wache. Kopieren uns das Ganze, fügen es ins Spiel ein. So, und dann schauen wir mal, was haben die denn für Fahrzeuge? Die haben ELW1, DLK, TLF, LF. Einigeres. Ach, Anhänger Schlauchwagen. Okay. Dann LF20, das ist jetzt 2016. Haben wir den im Spiel auch? Ja, den 2016. So, dann wollen wir doch mal unsere nächste Feuerwache. Zack. Gebäude steht. Weiter geht's. Da haben wir schon gleich den nächsten Auftrag dafür. Dann schicken wir doch mal 20. Nein, schicken wir jetzt noch den S. Wenn, dann wollen wir schon halbwegs richtig machen. Nicht nur halbe Sachen. So. Der 2016, aber Funkrufnamen ist trotzdem 11. Weil das vereinheitlicht worden ist. Ich glaube, das kam mit dem Digitalfunk. Einfügen. Speichern. So, jetzt können wir den noch zum Einsatz rausschicken. Oder wir schicken. Nein, der ist schneller da. Dann schicken wir den raus aus Weddinghofen. Den anderen lassen wir zurückfahren. So, da bin ich mal gespannt, welche Einsätze dann gleich kommen werden. Ich weiß nicht. Der Ausbau kostet. Machen wir schon mal. So, was kostet uns denn die Drehleiter? Dann kaufen wir die nämlich auch schon mal. 10.000, die kaufen wir. Tragen auch sofort den Namen dafür ein.
und speichern das Ganze. So, dann müssen wir noch Personal zuweisen. Oh, haben wir gerade nur einen. Ja, dann müssen wir das so machen. Die untersten gehen dann auf die DLK, wenn der zurück ist. Und die anderen fahren dann auf den Elephant. Stellen wir mal eben so ein. Bevor wir das vergessen. So, keine Schwierigkeiten. So. In Text. Dann machen wir gleich noch neue Leute werden. Das müssen wir noch einstellen, weil sind ja kein Premium. Das stellen wir dann mal auf 3 Tage ein. So, dann ist das erledigt. Wenn er zurück ist, passt sich das an. Da ist noch ein Mülleimer Brand. Schicken wir dann den hin. So, haben wir das schon mal abgedeckt. Jetzt können wir natürlich noch ein bisschen herumdoktern und warten, wie es weitergeht mit der Einsätze. Aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Ich werde für euch dann halt offline halt wieder ein bisschen weiterspielen, bis wir uns was leisten können. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Leitstellenspiel und danke fürs Einschalten. Tschüss!